fühle mich so elend. Wir haben hier drin nichts zu holen. Ja, penn mal weiter. Ich laufe hier nur durch und nehme Sachen mit, die ihr nicht mehr braucht. Alles nehmen. Wieder alles nehmen. Ist das hier? Ich habe, so wie du wolltest, hinter dem Kühlschrank ein Versteck eingerichtet. Aber das. Okay. Frieden, Freiheit, Prost. Moin, moin. Hinter dem Kühlschrank haben wir jetzt irgendwie. Ja. Yes! Mach zu. Jetzt können wir hier nach oben. Und hier hat es auch noch Zeugs zum Mitnehmen. Jaha. Stimmt, Bandagen wollten wir noch mitnehmen. Für die liebe Katja. Warte, wir können hier aufmachen. Dann machen wir hier mal auf. Dann ist der Dietrich nämlich weg. Machen wir dazu, damit es nicht auffällt. Und dann gucken wir mal, was hier ist. Das brauchen wir dringender. So, mach zu und dann nimm die Füße in die Hände und renn. Ist zwar nicht nötig zu rennen, aber ich habe keinen Bock, hier ewig zu warten. Und Pablo ist schnell. Zum Glück. Wir müssen nochmal mit Sägeblättern hierher kommen. Für hier, um das hier aufzumachen. Und Pavle ist wieder zurück. Tag 8. So. Hoffentlich ist nichts geschehen. Nein, wir wurden nicht ausgeraubt. Das ist super. So. Bruno. Tag 8, gibt es noch irgendwelche Tiere in der Stadt? Ich bin so hungrig, ich will sogar eine Ratte oder eine Taube essen. Okay, es steht sehr hungrig. Das heißt, ihr geht essen. Du auch. Roman ist einfach hungrig. Ja, wieso hat das geblinkt? Gut, es sind relativ viele sehr hungrig. Roman steht auf, weil ihm geht es wieder gut. Kat ist leicht verletzt, aber damit werden wir wohl leben müssen. Du isst mal was. Und danach wird Bruno uns was kochen. Bitte. Wir brauchen Feuer. Danach können wir 5 Essen herstellen. 5 Feuer brauchen wir natürlich. So. Mach mal. Meine liebe Katja, steh auf bitte. Und dann kannst du dir nämlich auch bald was zu essen holen. Roman, geh mal dahin. Kampf erprobt. Wobei, Kinder werden uns wohl kaum auf die Fresse geben. Wieso ist Bruno jetzt traurig? Wir haben ja nichts gemacht. Unsere Mutter ist krank, bitte helfen Sie uns.
Wir leben ein paar Blöcke von hier entfernt. Unsere Mutter ist sehr krank. Sie braucht Medikamente. Hätten Sie vielleicht welche übrig? Ohne Ihre Hilfe wird sie sterben. Jetzt, da Papa mitkämpft, haben wir nur noch unsere Mutter. Helfen Sie uns bitte, sie zu retten. Braucht Medizin. Ja, Katja ist zwar krank, aber ich denke, das wird. Sie ist, glaube ich, verletzt. Deshalb können wir die Medikamente momentan noch entbehren. Ich hoffe, wir bereuen diesen Entscheid nicht. Zudem ist Bruno traurig. Der wäre noch trauriger, wenn wir dem jetzt nichts mitgegeben hätten. Seht ihr, jetzt ist er nämlich nicht mehr traurig. Arme Kinder, hoffentlich reichen unsere Medikamente, um ihrer Mutter zu helfen. Was meint Katja dazu? Wir konnten diese armen Kinder nicht hilflos ihrem Schicksal überlassen. Das wäre herzlos. Richtig. Es ist schwierig, an Medikamente zu kommen. Doch wir haben das richtig getan. Diese Kinder sind sehr tapfer. Sie riskieren ihr Leben, indem sie durch dieses Viertel gehen, um ihre Mutter zu retten. Wer ist jetzt? Du hast Wache gestanden, ne? Du bist müde, deshalb legst du dich erstmal hin. Katja geht was essen. Und danach kann sie sich bandagieren. Wobei, leicht verletzt. Nein, das braucht sie nicht. Das braucht. Die Frau ist hart im Nehmen. Habe ich jetzt gerade beschlossen. Wir können jetzt eine zweite Mausefalle aufstellen. Ja. Herstellen. Es dauert ewig, bis diese Mausefalle was hat. Gut, gehen wir dahin. Nun bin ich ausgeschlafen. Super, Pavle. Da. Verdammt. Ich hoffe, die Materialien sind jetzt nicht weg. Bitte, 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 ja. Dann kannst du nämlich bauen und Katja kann sich hinlegen. Du kannst dich schon mal dahin setzen, weil das Wasser ist bald fertig. Oder noch besser, du baust schon mal direkt wieder zwei Filter für morgen. Das ist einfach ein ganzes Bauzeug weg, aber hey, who cares? Nachher können wir, glaube ich, langsam, aber sicher bremsen mit Wasser, weil wir erstmal genug haben. Kleinen Vorrat haben wir ja. Wir haben nichts für den Köder. Mist. Ja gut, ich denke, wir werden jetzt noch eine Nacht machen. Und danach werden wir erstmal pausieren für diese Aufnahmesession. Ja, weil das Spiel speichert jeden Tag. Wenn ich jetzt beenden würde, würden wir wieder bei pa Tag 8 beginnen. Nächstes Mal. Und da, na, nicht wirklich Bock. Deshalb machen wir jetzt noch eine Nacht. Und danach werden wir nächstes Mal weitermachen. So, Pavle geht wieder plündern. Ich nehme immer Pavle, weil er ist schnell und er hat 12 Plätze. Die kranke Katja schläft. Der Bruno schläft auch. Und der Roman steht Wache, weil er kann austeilen. Wir gehen wieder in die bombardierte Schule. Das andere macht meinen Sinn. Meinen Augen keinen wirklichen Sinn. Wir werden bombardiert in die Schule gehen. Ohne etwas. Ja, ich weiß. Du solltest langsam wissen, dass es dazu ist. Da, was ist da? Und dieses Mal nehmen wir diese Bandagen mit.
Was liegt hier? Jo, nehmen wir auch. Mach zu. Ich habe keine Lust, dass die dann trotzdem noch wütend werden. Oh, ja, das haben sie uns weggenommen, deshalb nehmen wir sie dann mit. Also weggenommen, wir haben es den Kindern mitgegeben. Dann gucken wir noch, ob wir hier unten noch was finden. Ich will dem eigentlich die Sachen nicht wegnehmen. Keine Lust auf irgendwelche Leute, die uns danach abstechen kommen. Moin. Ja, es war eigentlich unsere Ausbeute. Wir können jetzt wieder gehen. Ich denke, nachher kommen wir nicht mehr zurück. Weil nachher ist hier langsam dann Schicht im Schacht. Nachher müssen wir es nochmal umschauen, wo wir hinwollen. Dann gehen wir vielleicht nochmal in die Tankstelle. Und dann war's das eigentlich. Dann müssen wir uns einen neuen Spot suchen, wo wir plündern können. Möglichst gefahrenlos. Moment. So, die Nacht war ruhig. Ja, da gab's meinerseits kurz einen Mute, weil heute wollen alle was von mir, Telefon und so. Ja, gut. Wie gesagt, wir werden bei Tag 9 am Morgen wieder starten. Pavle, wir werden das jetzt noch kurz lesen. Meine Geschichte: Bei all diesen Bomben, Scharfschützen und dem Mangel an Vorräten möchte man sich am liebsten nur noch verstecken, hinsetzen und weinen. Doch wir können nicht zulassen, dass sie unsere Moral zerstören. Wir müssen ihnen zeigen, dass sie uns unsere Würde nicht wegnehmen können. Es ist schwierig hier, aber wisst ihr, wie wir das in unserer Straße geschafft haben? Nee, kenne ich nicht. So lange. So, da ist keine Sicht, sie macht jetzt noch irgendwas zu machen, weil wir jetzt bei Tag 9 am Anfang stehen. Bedanke ich mich hier an dieser Stelle mal herzlich fürs Zuschauen. Danke fürs Einschalten. Das Video war schon... Ja, ich habe schon lange keine Videos mehr gemacht, ich weiß es. Ich habe vor, jetzt wieder das regelmäßige zu machen. Das soll hier ein regelmäßiges Let's Play-Projekt werden von mir. Mal schauen, ob ich es hinkriege. Ich denke schon, ich hoffe schon. Ja. Auf jeden Fall, danke für mal fürs Zuschauen. Euer Manuel. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play This War of Mine mit mir. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, wann auch immer. Und bis dann. Haut rein. Tüdelü.